Gute und herzlich willkommen zur nun schon dritten Ausgabe der Heinerstube mit mir, Sverre, und heute auch wieder mit Stefan. Hi Stefan. Hi, Gude. Schön, wieder dabei zu sein. Ja, letztes Mal habe ich ja von der Aufstiegsfeier berichtet. Zusammen haben wir noch vor dem Fürth-Spiel gesprochen und da auch gleich zuallererst vielen, vielen Dank für euer ganzes Feedback. Sowohl bei der Aufstiegsfeier haben mich schon die ersten darauf angesprochen, wie cool sie es finden, dass es so ein Format jetzt auch mal bei Darmstadt 98 gibt. Ja, und auch für die Kritikpunkte, die kamen, sind wir sehr dankbar und wollen die in Zukunft in jedem Fall umsetzen. Genau. Kleine Vorschau, worum es heute gehen soll. Heute dreht sich eigentlich alles rund um Transfers. Das heißt Transfers, die bereits passiert sind, die aktuellen Gerüchte. Gerade eben hat Stefan mich noch darauf aufmerksam gemacht, gab es auch noch ein frisches Gerücht. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal ganz uncharmant direkt rein mit unserem allerersten offiziellen Transfer, nämlich Fabian Nürnberger. Bevor ich da viel erzähle, Stefan, wie ist deine Meinung zu diesem Transfer? Ja, ein gestandener Zweitligaspieler, 23 Jahre alt, mit Potenzial nach oben, hat gezeigt, dass er Profifußball kann. Mittelfeldspieler, tendenziell eher für die linke Außenbahn, kann aber auch zentral spielen. Also ja, muss sich zeigen, zweite Liga kann er, ob er Bundesliga kann, wird sich zeigen, aber auf jeden Fall ein Spieler, der sich noch weiterentwickeln kann und ja, ablösefrei, also insofern kann man nicht so viel falsch machen und sicher perspektivisch auch was fürs Mittelfeld, wo wir ja einige Routiniers oder Senioren haben, die nicht mehr unendlich lange spielen werden. Was glaubst du denn, spielt er tatsächlich dann im de facto, sag ich mal, im Mittelfeld oder eher auf der Schiene? Denn ich habe auch erst gedacht, cool, neuer Achter, der Mamele ein bisschen Druck machen kann, habe dann aber gerade im Hinblick auf den zweiten Transfer, den wir gleich noch besprechen, habe ich eher so gedacht, ich glaube, das wird ein Spieler für die Schiene sein und dass Holland eher auf die wieder auf die Sechserposition rückt. Denn was ich auch so gehört habe rund um den Club war, dass Nürnberger mit die besten Spiele entweder auf der Acht hatte oder eben tatsächlich auf der Schiene. Das heißt auch nicht klar als Linksaußen oder Linksverteidiger, was er auch beide spielen kann, eine seiner Stärken, sehr variabel, sondern eben gerade, wie gesagt, als Schienenspieler soll er wohl optimal sein. Ja, also ich fand, dass Fabi Holland in der vergangenen Saison seine besten Spiele im zentralen Mittelfeld gemacht hat. Und insofern wäre das möglicherweise nicht schlecht, jetzt den Fabian Nürnberger auf die linke Außenseite zu stellen. Aber man muss tatsächlich erstmal auch gucken, wie der reinkommt, wie er in die Mannschaft reinkommt, wie er in die Bundesliga reinkommt. Aber tendenziell sehe ich ihn auch eher für die linke Seite. Ja, ich bin da mal sehr gespannt und ich glaube, das ist auch ein guter Zeitpunkt, mal kurz seine Stärken, aber auch Schwächen anzusprechen. Nicht wundern, dass ich mal ein bisschen hier zur Seite gucke. Ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Also vor allem ist er ja ein sehr spielstarker Spieler, hat ganze 71,2% der Pässe im letzten Angriffsdrittel an den Mann gebracht. Und wenn wir eine Schwäche letzte Saison hatten, dann war das vielleicht auch nicht unbedingt die Chancenkreierung, eigentlich eher der Abschluss. Aber er wäre nochmal ein Spieler, der vor allem eben spielerisch sehr stark ist und das finde ich auch gerade auf den Außenbahnen sehr wichtig, denn meine persönliche Meinung zum Beispiel zu Emir Karić ist, dass er defensiv sehr stark ist, spielerisch aber durchaus, ja, nennen wir es mal, ausbaufähig ist. Genauso ist das aber auch seine größte Schwäche, also seine Spielstärke, sehr ballstark, dribbelstark, ist aber auch immer ja oft dann die gleiche Schwäche und das ist eben, dass er wohl oft zu verspielt ist und das war noch in den Spielen, denen ich ihn gesehen habe, so mein Eindruck, dass Nürnberger gerne den Ball hat, gerne dribbelt, gerne auch versucht, spielerisch den Weg zu finden, dadurch aber auch ab und zu mal so ein paar Fehlpässe drin hat. Und das ist gerade mir in der letzten Clubsaison aufgefallen, wo, gut, viele Spieler ein kleines Tief hatten, aber in den letzten Saisons war er durchaus stärker. Wie ist denn da dein Eindruck? Ja, also kann ich jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen. Mir ist er, muss ich auch ganz ehrlich sagen, in den Spielen gegen Darmstadt nicht besonders aufgefallen. Das ist, aber da hat der Nürnberg auch in der Regel sich eher schwer getan. Muss man abwarten. Ja, aber ich glaube, alles in allem ein sehr passender Transfer. Vom Alter her passt er perfekt in unser, ich sag mal, in das, ich nenne es ja immer sehr charmant, das neue Darmstadt 98, was vor allem ja Carsten Wehmann geschaffen hat, ist er mit 23 Jahren, passt er da perfekt rein. Seine Stats, die man liest, lesen sich sehr gut und ich glaube, das ist ein, gerade weil er ablösefrei war, ein grundsolider Transfer, vor allem auch ein Linksfuß. Also, glaube ich, kann man uns da durchaus beglückwünschen, so einen Spieler geholt zu haben. Und in meinen Augen gilt das Gleiche auch für Andi Müller, der vom ersten FC Magdeburg kommt.
Ja, der, als die Gerüchte mit Nürnberger kamen, dachte ich eben, das wird unser neuer Zentrumsspieler, den wir holen wollen. Andi Müller kam ja gleich danach und vor allem, ich glaube, das war vielleicht auch, weiß nicht, ob das überraschend für dich war, aber von dem hat man ja wirklich eigentlich gar nichts gehört. Nein, hat man nicht, und er ist mir auch da in Magdeburg noch weniger aufgefallen als Fabian Nürnberger in Nürnberg. Ja, es galt tatsächlich als der wertvollste Spieler im Magdeburger Kader. Nun hat Magdeburg nicht so den super teuren Kader, aber das ist ja immerhin schon mal ein, ja, wie soll ich sagen, gewisses Qualitätsmerkmal. Zentraler Mittelfeldspieler vor allem. Hat jetzt die ganze Saison gespielt bis Anfang Februar. Da hat er sich dann das Syndesmoseband oder die Syndesmose gerissen. Und seitdem ist er verletzt. Du müsstest aber wieder fit sein jetzt, wenn es in die Vorbereitung geht. Und ja, ist auch einer, kommt aus der Hoffenheim-Jugend, ist dann aber den Umweg gegangen über Walldorf, Viertligist, Farmteam von Hoffenheim auch. Muss jetzt nicht unbedingt das Schlechteste sein. Ich erinnere mich an Luca Pfeiffer, der auch in der U17 von Hoffenheim gespielt hat und dann erstmal wieder einen Schritt zurück gemacht hat, weil er sich da nicht so wohl gefühlt hat. Muss man abwarten, aber eben sicher auch einer, der sich weiterentwickeln kann. Ja, und was ich vor allem aus dem Magdeburger Umfeld gehört habe, war, und das finde ich sehr interessant, weil da hat er mich so ein bisschen, gut, spielerisch ist er ein ganz anderer Typ, aber rein von der Geschichte erinnert er mich tatsächlich an Ex-Darmstädter, nämlich Jerome Gondorf. Und warum, da komme ich jetzt auch direkt zu, denn die Magdeburger sagten, dass er überhaupt keine Probleme wohl hatte, sich von der dritten an die zweite Liga zu gewöhnen. Und das war bei Gondorf ja auch so. Und bei dem man ja auch hätte zweifeln können, Mensch, schafft er denn den Sprung mit uns in die erste Liga? Und das hat er auch eigentlich in meinen Augen problemlos überwunden, diese Umstellung. Und da trauen ihm auch viele aus dem Magdeburger Umfeld, mit denen ich auch mal sprechen konnte, trauen ihm tatsächlich auch den Sprung in die erste Liga zu. Einfach einmal aufgrund seines Alters. Und das würde man jetzt sagen, mit 22 Jahren ist er eigentlich erstmal jemand, der unerfahren ist. Trotzdem so, hat er aber wohl eine Ausstrahlung, die so ist, als würde er schon 10 Jahre lang im Profifußball sein. Und genauso auch hier ist er vielleicht genau der Spieler, der uns gefehlt hat. Unfassbar passstark, eben typisch in dem System, was ja Christian Titz spielt, ist ja ein sehr ballbesitzlastiges Spiel, ein sehr spielstarkes Spiel. Und da war er wohl gerade in der dritten Liga und auch am Anfang, eben als noch nicht verletzt war in der zweiten Liga, war er da wohl Dreh- und Angelpunkt. Und ich glaube auch, mit 1 Million Euro Marktwert ist er dann unfassbar spannender Spieler und kann uns, sollte er denn die Qualität besitzen, glaube ich, auch in der ersten Liga durchaus weiterhelfen. Oder was meinst du da? Ja, sehe ich auch so. Also auch da eben spannender Spieler auf jeden Fall. Und wir haben ja im zentralen Mittelfeld einen Spieler mit Schnellhardt, der jetzt 29 ist, auch nicht immer so ganz konstant ist, mit Kempe, der jetzt 34 wird, mit Jasula möglicherweise. Also eben auch da wirklich Spieler, die jetzt so am Ende ihrer Karriere stehen, also zumindest die letzten beiden. Und da kann der gut reinpassen und wird auf der anderen Seite aber dann eben mit den Routiniers auch nicht gleich komplett gefordert sein. Also auch da müssen wir abwarten. Beide haben gezeigt, dass sie zweite Liga können. Jetzt müssen wir sehen, ob sie Bundesliga können. Ja, absolut. Und ein ganz kleines Wort oder ganz kleines Wort zu Andi Möller würde ich gerne noch, Müller, nicht Möller, Andi Müller würde ich gerne noch, ich glaube nämlich Andi Möller ist ein bisschen alt für uns, zu Andi Müller würde ich gerne noch verlieren. Nämlich gerade das, was du auch angesprochen hast, dass wir eigentlich ein recht altes Mittelfeld haben und wir hatten ja auch im Winter, ich habe es schon fast wieder verdrängt, ja auch tatsächlich war das, finde ich, eines unserer größten Probleme, dass wir eben im Mittelfeld in meinen Augen ziemlich unterbesetzt waren, als dann eben mal ein paar Spieler verletzt waren. Und da ist auch ein bisschen die Spielstärke abhanden gekommen ist. Und ich glaube wirklich, dass er vor allem Fabi Schnellhardt nochmal Druck machen kann, bei dem ich mir auch ehrlich gesagt nicht 100% sicher bin, ob es bei ihm wirklich auch für die erste Liga reicht. Und auch aber einen Tobi Kempe entlasten kann, bei dem ja auch mal, zumindest bei seinem Alter, kann man ja jetzt mal offen in den Raum stellen, ob er denn auch für 90 Minuten ist, da noch reicht. Und bei Klaus Kjaersula muss ich auch sagen, ich fand sein erstes halbes Jahr bei uns unfassbar stark. Seitdem finde ich seine Leistung aber auch etwas stagnierend und deswegen gerade so ein junger Typ, der unfassbar spielstark ist, glaube ich, tut uns da auch im Hinblick auf die Bundesliga enorm gut. So nochmal mein Fazit. Ja, also man muss ja auch jetzt sagen, dass sowohl Jasula als auch Kempe relativ lang verletzt waren. Jasula hat ja sein erstes Spiel in der Startformation seit Herbst gegen Magdeburg bestritten. Also der hat wirklich extrem lang gefehlt, und Kempe hat ja auch viel
gefehlt. Der hat schon vor der Verletzung im Winter nicht mehr so stark gespielt. Hinrunde war sehr gut bei Kempe, aber in der Rückrunde ist er dann auch nicht mehr so richtig in Tritt gekommen. Ja, also da ist auf jeden Fall gut, dass man da nachbessert. Die Frage ist, braucht man noch jemanden, der ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung hat? Ja. Sowas wie nennt Peter Niemeyer zum Beispiel, also damals vor 8 Jahren. Ja, und ich glaube, das, was du gerade ansprichst, ist ein perfekter Übergang zu der Kontroverse der Woche, die wir hier mal aufstellen. Wobei das so ein bisschen zwei Kontroversen sind. Zum einen, wie viel Geld glauben wir, sollte ein Verein wie Darmstadt 98 in die Hand nehmen, um die Klasse zu halten? Das ist ja auch so ein zweischneidiges Schwert. Hältst du die Klasse, hast du enorme TV-Geldeinnahmen, übernimmst du dich aber, steigst ab. Kannst ja mal bei der Hertha nachfragen, wie sehr das auch wehtun kann oder auch Schalke beim letzten Abstieg. Und genauso aber auch, wie alt sollten die Spieler sein? Denn bisher haben wir nur Spieler verpflichtet. Gut, waren auch erst zwei, wir sind ja ganz am Anfang der Transferphase, die aber eher erstmal so wirken, als wäre es was für die Perspektive. Stefan, was meinst du denn da? Erstmal vielleicht zum Alter. Du hast es ja schon angeschnitten. Ich glaube, du bist der Meinung, wir brauchen noch ein bisschen Erfahrung. Ja, glaube ich schon. Also ich habe Thorsten Lieberknecht hat mal so eine Nebenbemerkung jetzt kürzlich gesagt, dass man schon das Hauptaugenmerk auf junge, entwicklungsfähige Spieler richten wird, aber glaube nicht, dass man so ganz ohne gestandene Bundesligaspieler es schaffen wird. Also wenn wir einfach zurückgucken, vor 8 Jahren hatten die Lilien auch eine sehr eingeschworene Mannschaft, die eben zweimal hintereinander aufgestiegen ist. Und da ist es dann immer schwierig, natürlich von außen irgendwelche Führungsspieler reinzubringen, ohne das Teamgefüge durcheinander zu bringen, weil die müssen da schon reinpassen. Aber da habe ich auch, also sowohl Carsten Wählmann als auch Thorsten Lieberknecht haben gesagt, dass das Charakterliche immer ganz, ganz entscheidend ist. Also da werden sie sicher genau drauf gucken. Aber ich glaube tatsächlich, sie brauchen so wie damals eben einen Peter Niemeyer oder auch einen Sandro Wagner maßgeblichen Anteil daran hatten, dass sich die Lilien da eben ein Jahr in der Bundesliga halten konnten. Ich glaube tatsächlich, dass man so solche Kaliber auch braucht. Also nicht nur junge Spieler mit großer Perspektive. Ja, und das sehe ich ganz genauso. Das hat, finde ich, auch so Spieler wie Kuka Rausch und so weiter haben es ja gezeigt, dass die einfach die Qualität nochmal ja wirklich enorm angehoben haben. Also, und ich bin mir aber auch relativ sicher, dass da noch was kommt, weil auch in den letzten Saisons war ja das, was uns, finde ich, stark gemacht hat, dieser Mix, dass wir eben Routiniers hatten, wie ein Klaus Jasula, der ja auch unter Carsten Willmann kam, ein Tobi Kempe, ein Fabi Holland, die diese Mannschaft führen konnten und was sie, finde ich, auch grandios gemacht haben, genauso auch ein Marcel Schuhn. Und da drin eben, sag ich mal, können sich dann ja auch junge Spieler, manchmal auch im Schatten dieser großen Spieler, sag ich mal, die bereits eine große Karriere hinter sich haben, ja auch ideal entwickeln. Also da ist ja auch ein Clemens Riedel eigentlich gut zu nennen, der immer mal sich auch hinter einem Klaus Jasula anstellen musste, aber dadurch auch immer die Freiräume bekommen hat, sich mit Zeit zu entwickeln. Und ich glaube auch, ja, dass da definitiv noch was kommt, wobei ja bisher die Gerüchteküche vornehmlich, sag ich mal, eher ein geringeres Alter hat, bei all dem, was bisher genannt wurde. Ja, das ist richtig. Das ist ganz interessant. Thorsten Lieberknecht hat auch in einem seiner letzten Interviews diese Saison, oder war es die Medienrunde, ich weiß es nicht mehr, er hat auf jeden Fall gesagt, ja, sein großer Wunsch wäre, dass der Kader schon zum Trainingslager, was Ende Juli stattfinden wird, Ende Juli, ja, Ende Juli, wieder in Herxheim, dass er da am liebsten schon alle Spieler zur Verfügung hätte. Carsten Wählmann hat 2 Tage später gesagt, man sollte nicht davon ausgehen, dass das der Fall sein wird, dass es unter Umständen eben bis zum Ende der Transferperiode dauern wird, bis man solche Spieler hat. Also damals erinnere ich mich, in der Bundesliga-Saison, Sandro Wagner kam ja auch sehr, sehr spät erst und dauerte ja ein paar Spieltage, bis er überhaupt dann von Anfang an mal ran durfte, weil er wirklich auch noch einen gewissen Rückstand hatte. Also ich glaube auch, dass wir da so ein bisschen Geduld haben müssen und auch nicht, wie soll ich sagen, jeder Sau hinterherlaufen sollten, die gerade aufs Dorf gejagt wird. Also es gibt jetzt da schon auch viele, die genannt werden, kommen wir vielleicht ja nochmal drauf, so ein bisschen Name-Dropping, zwei mit Serdar Dursun und Luca Pfeiffer hat er, glaube ich, schon beim letzten Mal, als wir uns unterhalten haben, genannt. Genau. Jetzt Pieringer von Schalke, zuletzt Paderborn, ne? Paderborn, oder? Ja, genau, an Paderborn war ausgeliehen.
Geht jetzt ja zu Schalke zurück, wobei da er eben durch die Verlängerung, die gestrige, also zum Aufnahmetag, die gestrige Verlängerung von Simon Terodde, wurde dann ja eben gesagt, okay, den möchte man jetzt zu Geld machen, roundabout 2 Millionen Euro. Und wir sind da wohl eben angeblich interessiert an Marvin Pieringer, aber eben auch der erste FC Heidenheim, die, glaube ich, nochmal ein gutes Stück mehr Geld haben als wir. Ja, Heidenheim hat im Gegensatz zu Darmstadt in den letzten Jahren wirklich ein enormes Transferplus erwirtschaftet. Während Darmstadt seine besten beiden Spieler mit Serdar Dursun und Patrick Pfeiffer hat gehen lassen müssen, ablösefrei, was jetzt sich unterm Strich möglicherweise auch gerechnet hat, weil die sich eben bis zum Schluss reingehängt haben. Aber sie haben dafür kein Geld bekommen jetzt, also keine Transfererlöse. Und Heidenheim hat das sehr clever gemacht und die haben schon ganz gute, gut gefüllte. Ja, es ist nicht nur die Portokasse, also die gut gefüllte Kasse. Ja, und da bin ich auch mal interessiert, wie das Ganze alterstechnisch bei uns weitergehen wird. Einmal aber auch nochmal genau die Frage Alter haben wir angesprochen und wir haben auch gerade schon ein bisschen über Geld gesprochen. Wie viel Geld glaubst du denn im ersten Schritt mal wird der Verein ausgeben? Klar, das ist immer schwer pauschal zu sagen, es ist ein Spieler wert, aber ich finde es auffällig, nachdem wir jahrelang wirklich gar nichts auf dem Transfermarkt ausgegeben haben, nur mal immer kleine Sümmchen eingenommen haben, zum Beispiel mit einem Viktor Pálsson oder auch einem Songjoy Pike. War es doch letztes Jahr auffällig, dass wir um die, ich glaube, du sagtest mal 1,6 Millionen war das für Stojkovic ausgegeben haben. Und Gewünschen. genau, und dann auch noch um die oder über 1 Million Euro auch noch für den Willemson. Glaubst du denn, in der Bundesliga werden jetzt die Ausgaben nochmal ordentlich steigen oder glaubst du eher, man wird jetzt wieder sich ein bisschen, ich nenne es mal, konservativer verhalten? Naja, man hat sicher ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, aber natürlich werden auch die Spieler mehr Geld verdienen, mehr Geld haben wollen. Also es ist jetzt nicht so, dass man, dass das all das, was sie jetzt mehr an Fernseh- und Werbegeldern bekommen, für Transfers zur Verfügung steht. Darmstadt 98 hat sich jetzt seit Rüdiger Fritsch oder auch Hans Kessler spätestens, aber Rüdiger Fritsch an der Macht, das Hans Kessler war ja Sanierer, aber auch danach, als es dann ein bisschen bergauf ging, haben die immer sehr, sehr vernünftig mit Augenmaß gewirtschaftet, dass letzte Saison, also das vorletzte Geschäftsjahr, die Saison, was war das dann, 21, 22, war ja die erste seit, was weiß ich, wie vielen Jahren, die mit einem Minus abgeschlossen haben, wegen der Auswirkungen von Corona vor allem. Das hat denen schon auch ein bisschen, oder mit Rüdiger Fritsch schon auch so ein bisschen wehgetan. Aber auf der anderen Seite haben sie das Minus eben sehr klein gehalten. Die werden wie soll ich sagen, jetzt keinen wilden Ritt machen, was die Transfersummen angeht. Darmstadt ist auch die letzten Jahre immer gut gefahren, Spieler zu holen, die nichts oder fast nichts gekostet haben, und die in Darmstadt eben das Klima geschätzt haben und genutzt haben, um halt dort den nächsten Schritt nach vorne zu machen. Das ist, glaube ich, das, was Darmstadt bieten kann. Aber ich glaube jetzt nicht, dass sie da irgendwie 3, 4, 5 Millionen in die Hand nehmen werden. Vor allem hat Rüdiger Fritsch auch im Winter noch gesagt, dass man auf Dauer einen Transferüberschuss erzielen muss. Und nicht nur Heidenheim, sondern auch Vereine, die jetzt so mittelfristig als Perspektive für Darmstadt genannt werden, wie Mainz oder Freiburg, haben auch sich etabliert, dadurch, dass sie immer wieder Talente verkauft haben für gutes Geld. Das hat Darmstadt bis jetzt noch nicht geschafft. Also ich glaube, das kann auch bedeuten, dass wir möglicherweise doch noch, ohne das jetzt beschreien zu wollen, aber vielleicht noch einen Abgang erleben von Spielern, die wir nicht erwarten. Hältst du es denn für realistisch, dass uns tatsächlich noch Spieler verlassen werden? Ich denke mal so, die da den ersten Leuten in den Kopf kommen, sind eben die, die noch ein Jahr Vertrag haben, ab jetzt. Und das sind ja vor allem von unserem Tafelsilber, sag ich mal, Philipp Tietz und Brain Manu. Genau, die beiden, Matthias Bader hat noch 2 Jahre Vertrag, aber ja, klar, Tietz und Manu, wenn die wie Paddy Pfeiffer nicht verlängern wollen, dann ist jetzt die letzte Chance, sie nochmal zu verkaufen. Und möglicherweise würden sie jetzt mehr erzielen, wenn sie als gerade in die Bundesliga aufgestiegen sind, die Lilien, als wenn sie nächstes Jahr möglicherweise, was wir nicht hoffen, aber möglicherweise wieder Zweitligist sind. Ja, ich glaube auch, dass der Verein da, wenn gute Angebote kommen, glaube ich auch, dass da tatsächlich was passieren wird. Denn es ist ja auch so, gerade beim Philipp Tietz ist so meine persönliche Meinung, wäre jemand bei einem Abgang, den man irgendwo verschmerzen könnte.
könnte, weil bei ihm ja auch einfach noch nicht klar ist, ob er überhaupt erste Liga kann. Ich traue es ihm durchaus zu, einfach auch durch seine Spielstärke. Aber, und das gleiche auch bei einem Brayden Manu. Aber das sind, glaube ich, auch nochmal andere Spieler, die einen anderen Stellenwert hatten, als es ein Serdar Dusun war. Auf ihn war das ganze Spiel ausgelegt. Ich glaube auch ein Markus Anfang, der ja eh bei Transfers sehr eigenwillig war und ganz andere Anforderungen hatte, glaube ich, hätte gefühlt gleich die Sachen gepackt. Und ich glaube, dass man nun eine deutlich bessere Basis hat, das Ganze zu ja, kompensieren. Und ich denke auch, wenn wir Geld in die Hand nehmen, dann wird das nicht für einen Mitte-30-Jährigen oder Anfang-30-Jährigen Stürmer sein oder ein Mittelfeldspieler, was auch immer, sondern auch wieder für Talente, bei denen die Perspektive besteht, diese zu verkaufen. Also ich glaube auch, dass ein Stojkovic geholt wurde mit der Herangehensweise, okay, das halbe Jahr etabliert er sich, in der ersten Liga bombt er jetzt hoffentlich und dann gibt man ihn für ein schönes Sümmchen ab. Ich glaube, das ist der Weg, den man, das ist ja auch kein Geheimnis, den man eben gehen möchte. Ja, sehe ich auch Genau. so. Ist halt die Frage, jetzt Stojiljkovic hat paar ordentliche Spiele gemacht, aber ist, finde ich jetzt, also zu 100% bin ich noch nicht von ihm überzeugt. Mal gucken, wie gesagt, ist kurz da. Schauen wir mal, Oscar Wilhelmsson, für den er viel Geld in die Hand genommen hat. Boah, ist viel, viel von Verletzungen zurückgeworfen worden. Habe auch immer Lieberknecht danach gefragt. Stand im Lilienblock mal eine längere Geschichte über Oscar Wilhelmsson. Also der Lieberknecht hält wirklich ganz große Stücke auf ihn. Konnte er bis jetzt auch noch nicht so zeigen. Der ist, glaube ich, auch, hat einfach noch jetzt mit 19 Jahren allein im fremden Land so ein bisschen Akklimatisierungs Probleme. Das ist sicher nicht so ganz einfach für ihn auch losgelöst vom Sportlichen. Wobei ich glaube auch, dass das beide haben immerhin aber auch gezeigt, dass sie ihr Geld wert sein können. Also ich erinnere mich an Wilhelmssons erstes Tor in Braunschweig, unfassbar abgezockt, genauso stark das in Sandhausen. Und Stojkovic hatte auch ab und zu wirklich, finde ich, Pech, dass entweder seine Flanken nicht ordentlich verwertet worden sind. Da erinnere ich mich an das Spiel gegen KSC, wo er drei grandiose Flanken geschlagen hat, wo aber die Mitspieler den Ball dann nicht unterbringen konnten. Oder auch Abseitspech hatte und so weiter. Also ich glaube, dass das beide eben auch aufgrund ihres Alters, wo sie auch noch viel lernen werden, durchaus ja, ihr Geld wert sein werden. Da bin ich mir relativ sicher. Wollen wir es hoffen, ist natürlich jetzt auch in der Bundesliga nochmal, sind die Anforderungen noch ein bisschen höher. In der zweiten Liga hätten sie sich möglicherweise etwas geschützter noch entwickeln können. Aber klar, wenn sie hoch hinaus wollen, dann ist natürlich ist auch eine Chance, sich in der Bundesliga zu zeigen. Also ich bin auch gespannt und keine Frage. Sie haben ihr könnt aufblitzen lassen, aber ja. Dauerhaft haben sie eben noch nicht so eine Konstanz haben sie noch nicht erreicht. Aber mal gucken, vielleicht ist das ja so wie bei Marvin Melem hat es ja auch ein paar Jahre gedauert. Absolut. Und lass uns damit auch gleich zu unserem letzten Thema kommen, nämlich die Gerüchte, die gerade noch so ums Böllenfalltor wabern. Das sind vor allem zwei neue. Wir haben ja schon in der ersten Folge ein paar besprochen. Und vor allem geht es auch hier wieder, ist uns aufgefallen, wieder um die Stürmerposition. Das Mittelfeld, da haben wir jetzt ja, finde ich, schon mal gut nachgelegt. Klar, Innenverteidiger ist noch da, aber vor allem werden jetzt eben Stürmer genannt und da bin auch ich der Meinung, wir brauchen definitiv noch einen Stürmer, weil so dieses Klischee als Aufsteiger, finde ich, brauchst du jemanden, der dir nicht unbedingt 10 Tore garantiert, aber der die Perspektive dafür hat, wie es eben damals ein Sandro Wagner war oder ein Polter bei Bochum. Also die Namen sind ja vielfältig, Anderson bei Union Berlin. Und da gibt es jetzt eben zwei neue Namen. Wie gesagt, Serdar Dursun und Luca Pfeiffer waberten schon herum. Und neu sind jetzt eben Marvin Pieringer, über den wir gerade eben schon ganz kurz geredet haben, vom FC Schalke. Und den Namen muss ich ablesen, der kam gerade ganz neu rein. Nämlich Simal Preljak. Habe ich ihn richtig ausgesprochen, Stefan? Das weiß ich nicht, habe ihn bis heute Nachmittag auch nicht gekannt. Spielt in Belgien, in Eupen, ist fast 27 oder 28 Jahre alt, auch Mittelstürmer, bosnischer Nationalspieler, Marktwert 1,5 Millionen, ablösefrei. Mehr kann ich auch nicht zu sagen im Moment. Nicht ganz groß, also jetzt eben nicht so ein Dursun oder Luca Pfeiffer-Typ. Das ist vielleicht auch noch was man eben so sich überlegen sollte. Also dieser große Stürmer neben Philipp Tietz, der jetzt auch nicht klein ist, aber ist möglicherweise einen, den man noch brauchen könnte. Und das wäre er jetzt nicht. Mal abwarten. Also das war jetzt auch nur ein
Woher war das Gerücht selber? Aus Belgien oder sogar aus Bosnien? Also Bogen zurück wieder, nicht jeder Sau hinterherlaufen, die durchs Dorf getrieben wird. Oft sind es ja auch die Spielerberater, die Namen selbst lancieren, um den Preis nach oben zu treiben. Ja, das Einzige, was ich bei ihm ganz interessant finde, sind seine Statistiken und auch seine Vergangenheit. Er scheint ja recht talentiert zu sein, denn er ist schon früh bei RB Leipzig untergekommen. Gut, für uns alle, glaube ich, mit Abstand der unbeliebteste Verein in der ersten Liga jetzt, aber schwamm drüber, da ist er früh untergekommen. Hat auch vor 2 Jahren in Belgien 16 Tore und ich glaube auch die ein oder andere Vorlage auf jeden Fall gegeben. Diese Saison aber die Statistiken hauen dann jetzt auch nicht unbedingt von Hocker. 6 Tore in der belgischen Liga. Ja, ist in Ordnung. Aber jetzt nicht der Stürmer, den ich mir persönlich erhoffen würde. Also da muss ich ehrlich sagen, ohne ihn zu kennen, da wäre mir ein Pfeiffer oder ein Dursun lieber. Fairerweise muss man auch sagen, als Tietz, Dursun, Pfeiffer oder auch ein Sandro Wagner kam, die hatten jetzt auch nicht die Bombenstatistiken und haben sich alle als Bomben herausgestellt. Und da, selbst wenn er kommt, wäre ich jetzt alles andere als jemand, der sagt, Wähle macht einen Fehler, gerade weil er ablösefrei ist. Ja, also auf jeden Fall. Also als Serdar Dursun nach Darmstadt kam, hat er im Jahr davor bei Fürth, glaube ich, 3 Tore geschossen. Sandro Wagner in Berlin wollten sie ja gar nicht mehr haben. Ich weiß nicht, also hatte 2 Tore geschossen. Dominik Stroh-Engel hat bei Wien Wiesbaden, musste teilweise in der Stimmt. zweiten Mannschaft aushelfen, teilweise haben sie ihn in die Abwehr zurückgeschoben. Also das ist, die Lilien werden keinen Spieler holen, der in irgendeiner Liga 25 Tore geschossen hat. Das ist einfach auch nicht bezahlbar. Die gehen woanders hin. Das ist ganz klar. Also, auch solche Spieler, die möglicherweise auch einen Knick hatten, und die sich in Darmstadt eben weiterentwickeln können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wobei ich finde nochmal ein gutes Stichwort, wo du da über die 25 Tore genannt hast. Jemand, der ja eben letzte Saison sehr gut gebombt hat in der zweiten Liga und finde ich ein unfassbar spannender Spieler ist, ist eben Marvin Pieringer. Gerade mal 23 Jahre alt und hat diese Saison 10 Tore und 8 Vorlagen gegeben. Was jetzt auch erstmal danach klingt, gut 10 Tore, Tizza 12. Dazu kommt aber, Pieringer war sehr lange verletzt und hat auch in den letzten Spielen wieder getroffen nach seiner Verletzung und davor eben gebombt wie nichts Gutes, viele Vorlagen gegeben und war einer der Paderborner Garanten, gerade am Anfang, wo sie eben oben ganz furios gespielt haben, war Pieringer, finde ich, jemand, der eben mit unserem Ex-Spieler Felix Platte sehr, sehr auffällig war. Der Nachteil bei ihm ist aber, es steht ja eben eine Ablöse im Raum von 2 Millionen Euro. Wiederum der Vorteil, er ist ein junger Spieler, passt so in das neue Profil und könnte eben auch eine sehr gute Ergänzung sein zu den Spielern, die wir bereits haben. Und ist auch, ich glaube, 1,91 groß, wenn ich mich nicht ganz schlecht erinnere. Und ich habe ja so ein, ich muss zugeben, ich habe so ein Herz für diese Wandstürmer, für diese bulligen großen Stürmer. Da habe ich einfach ein Herz für. Ich glaube, das haben viele Darmstadt-Fans, weil das waren eben unsere erfolgreichsten Stürmer, waren genau solche. Und die Flops, Roman Bezjak, Jamie McLaren fallen mir da gleich ein, die waren alle ein Regal tiefer von der Größe. Wiederum Braden Manu ist ja jemand, der auch nicht gerade für seine Größe bekannt ist. Ja, ist ja auch eher ein Außenbahnspieler als ein Stürmer. Das hat er letzte Saison in der Hinrunde sehr gut gemacht. Als Stürmer hätte ich ihm auch nicht zugetraut, aber seine Stärken hat er natürlich, wenn er auf dem Flügel wuseln kann und dort für Chaos sorgen kann. Ja, hältst du denn, glaubst du denn, dass an Marvin Pieringer was dran ist? Oder glaubst du tatsächlich, dass da unser Verein den Hut in den Ring wirft? Oder glaubst du auch, dass es, bleiben wir mal bei deinem Beispiel, ist das eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Kann ich nicht sagen. Also er würde passen, auch in das Schema jung und entwicklungsfähig. 2 Millionen sind eine Hausnummer auf jeden Fall. Kriegt man vielleicht woanders was günstiger. Also die Lilien werden sicher ein bisschen Geld in die Hand nehmen, auch in die Hand nehmen müssen. Ja, also ergebnisoffen. Ergebnis offen. Und ich glaube, mit Ergebnis offen kann man auch gut diese Folge beenden. Denn ja, einige Ergebnisse sind ja jetzt noch offen. Ich glaube aber, wir beide freuen uns enorm auf das, was jetzt kommt. Ich bin immer ein Fan der Transferphase. Das Spekulieren, so wie wir das ja auch gerade machen. Mir bringt das immer unfassbar viel Spaß und dann auch zu gucken, wer kommt denn ans Bölle. Und da halten wir euch auch definitiv auf dem Laufenden. Heißt, wenn es wieder was zu berichten gibt, sind wir wieder hier. Und allgemein, wenn es um Transfers geht und so weiter, immer auf den Lilienblock vorbeischauen. Stefan ist ja immer exzellent informiert. Allgemein, große Empfehlung. Guckt auf dem Lilienblock vorbei, wenn es um News geht, ums Transfer.
Transfergerüchte. Da können wir von uns behaupten, oder das kann ich auch zu Stefan sagen, da wird erst was berichtet, wenn es auch berichtenswert ist. Ja, Oder? genau. Also ja, es gibt genug Medien, die abschreiben, einfach nur nach Informationen von Bild und wie auch immer, da müssen wir nicht auch noch mitmachen. Also ja, das ist so ein bisschen das Credo. Genau, deshalb, wenn ihr top informiert bleiben wollt über die Transferphase, unbedingt beim Linienblog vorbeischauen. Und jetzt würden wir uns noch sehr wieder über euer Feedback freuen. Wie hat euch die Folge gefallen und was sagt ihr zu den Gerüchten? Gibt es Spieler, die ihr euch vielleicht auch wünschen würdet, über die wir mal reden sollen, weil ihr glaubt, die könnten perfekt zu uns passen? Schreibt uns die gerne in die Kommentare. Das können wir dann gerne mal in die nächste Folge mit aufnehmen. Paar Statistiken raussuchen, mal drüber spekulieren, würde das passen. Gut, sollte jetzt kein Cristiano Ronaldo sein. Ich glaube, der wird nicht zu uns kommen. Aber vielleicht fallen euch ja auch ein paar Spieler ein, die interessant für uns wären. Lasst uns da gerne auch in den Kommentaren diskutieren und ja, auf YouTube gehört es ja halt einfach dazu. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen bei diesem ganzen Projekt. Uns bringt es unfassbar viel Spaß. Deswegen gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren, damit ihr auch immer informiert seid, wenn es was Neues von uns gibt. Genau. Das waren meine Worte, Stefan. Hast du noch eine Kleinigkeit zu sagen zum Schluss? Nö, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Es ist jetzt, Genau. die Lilien machen Pause bis voraussichtlich Anfang Juli. Ich glaube, 5. Juli ist geplant, dass es das erste Training gibt. Und jetzt wird es ja ein bisschen ruhiger werden, viel spekuliert werden. Und schauen wir mal, was dabei rauskommt. Genau, denn dann wünsche ich dir, Stefan, erstmal einen schönen Urlaub und euch allen sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut.